heute als nächsten Redner Dr. Hermann Höttger. Er leitet das Michael-Otto-Institut im Naturschutzbund Deutschland. Zu seinen Spezialgebieten gehören Vögel der Agrarlandschaft, Wiesenvögel und Vögel und regenerative Energien, also Biomasse und Windkraft, wo es ja auch viele Konflikte gibt. Daher auch der Titel seines Vortrages, Wiesenvögel, Krisenvögel, Fragezeichen, die Ursachen des Bestandsrückgangs bei den Offenlandbrütern. Bitte, Herr Doktor. Ja, herzlichen Dank für die Einführung, herzlichen Dank überhaupt für die Einladung hier in diesen erlesenen Kreis. Herzlichen Dank auch für die Titelfindung, das war nicht alleine meine Idee. Der Titel sagt eigentlich schon alles, wir können im Grunde in die Diskussion einsteigen, wenn Sie mögen, es wird etwas Zeit sparen. Aber das erwarten Sie wahrscheinlich nicht von mir, ich werde kurz und schnell Ihnen einige Wiesenvögel vorstellen, über deren Bestandstrends reden, da kommen wir dann schon zur Krise, Ursachen über der Bestandstrends versuchen zu erklären, über bisherige Schutzmaßnahmen referieren und vor allem, damit der Vormittag dann etwas aufgehellt wird, das Wetter ist ja schon trüb genug, ein paar gute Beispiele über gelungene Schutzansätze Ihnen zeigen. Wiesenvögel, der bekannteste vermutlich ist der Kiebitz, früher weit verbreitet in ganz Deutschland, heute tatsächlich in vielen Stellen nur ein Wiesenvögel, ist aber eine Art, die durchaus auch auf Ackerstandorten vorkommt. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von relativ langschnäbligen Vertretern, die hier zu sehen sind, also der große Brachvogel unten links, die Uferschnepfe, oben links Bekassine, Kampfläufer, Rotschenkel zum Teil schon erwähnt. Das sind also alles Vogelarten, die tatsächlich überwiegend auf Wiesen, ganz selten mal auf einem Acker vorkommen und wie ihre Form schon so ein bisschen verrät, relativ spezialisiert, zumindest was die Art ihrer Nahrungsaufnahme sind. Zu den Wiesenvögeln, das ist keine strenge Definition, zählen aber auch eine ganze Reihe von kleineren Arten, Singvögeln, bei einigen sagt es der Name schon, die Wiesenschafstelze oben links, der Wiesenpieper, einer meiner persönlichen Lieblingsvögel, aber auch Grauammern, rechts Neuntöter, gehören zu den Arten, die zumindest sehr regelmäßig auf Wiesen und Weiden ihre Nahrung suchen. Und selbst der Greifvogel oder viele Greifvögel, wie hier der Rotmilan oder ganz typisch auch der Steinkauz, suchen viel Nahrung auf Wiesen, können also streng genommen auch zu den Wiesenvögeln gehören oder gezählt werden. Wir haben vor einigen Jahren mal eine Untersuchung gemacht, woran der Rückgang der Ackervögel liegt. Und zum Teil liegt da einfach daran oder lässt sich das damit korrelieren, dass viele Wiesen oder Weiden aus landwirtschaftlichen Regionen verschwunden sind, weil sich zugegebenermaßen notwendigerweise landwirtschaftliche Betriebe konzentrieren müssen auf bestimmte Produkte und so der selbstversorgende Landwirt, der auch noch ein paar Kühe und dementsprechend ein paar Wiesen hat, heute einfach nicht mehr existiert. Darum die Verflechtung von Grünland und Ackerland weitgehend verschwunden ist. Ja, jetzt kommen wir zur Krise. Das sind hier Bestandstrends, die wir aufgrund von Probeflächenuntersuchungen in ganz Deutschland gewonnen haben. Das sind also Indexwerte, das fängt 1990 an und sind hier einige Arten relativ willkürlich herausgesucht, beispielhaft dargestellt. Fangen wir mal mit dem Positivsten an. Der große Brachvogel hält sich in Deutschland trotz einiger Schwankungen noch relativ gut, im Gegensatz übrigens zu seinen Nachbarländern. Wenn Sie mich in der Diskussion fragen, woran das liegt, kann ich Ihnen Antworten geben. Jetzt habe ich zu wenig Zeit, um das zu tun. Während bei den anderen Arten, bei der Uferschnepfe, der Bekassine und auch beim Kiebitz, die Bestände dramatisch gesunken sind. Diese Zahlen lassen sich zwar nicht ganz genau eins zu eins in Bestandszahlen transferieren, aber beim Kiebitz können wir schon davon ausgehen oder bei allen Arten können wir davon ausgehen, dass heute weniger als 50% der Brutpaare, das bezieht sich auf Brutbestände, vorhanden sind als 1990. Damit haben wir wirklich eine Krise der Wiesenvögel. In der Tat sind die Wiesenvögel die Gruppe, die in Deutschland am stärksten von
Bestandsrückgängen betroffen ist. Eine andere weitere Gruppe sind noch die Hühnervögel, vor allem die Raufußhühner. Das führt natürlich dazu, dass sich diese Arten, das hat Herr Krug eben auch schon gesagt, sehr prominent auf den roten Listen, also der Listen der bedrohten Vogelarten finden. Hier die Wartvögel der Wiesen, zu denen auch der Alpenstrandläufer gehört, von dem noch 0 bis 5 Paare in Deutschland brüten. In Deutschland stehen diese Arten als Brutvögel fast alle auf Kategorie 1 vom Aussterben bedroht der deutschen Liste. Was uns noch etwas mehr bedenklich stimmen sollte, ist, dass einige Arten auf der weltweiten Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere stehen. Zwar nicht direkt auf der Liste, dieses V in der zweiten oder dritten Spalte hier bedeutet, dass sie auf der sogenannten Vorwarnliste stehen. Das heißt, die Bestände sind rückläufig und wenn das so weitergeht, werden sie in einigen Jahren dann tatsächlich auf dieser weltweiten roten Liste stehen. Wir haben es also hier nicht nur mit einem lokalen Problem zu tun, sondern es geht tatsächlich auch ums große Ganze, um den Halt dieser Arten an sich. Woran liegt's? Wir haben uns, ich bin ja nun auch schon etwas älter, lange Zeit mit den Wiesenvögeln beschäftigt und eine Hypothese und eine Behauptung, die man immer mal wieder hört, ist, ja, das liegt an den französischen Jägern, die zu viele abschießen. Bin ich bei Ihnen. Ich finde auch, dass also Jagd auf diese Arten nicht mehr stattfinden sollte. Es liegt vielleicht aber auch daran, dass in der Sahelzone viele Feuchtgebiete verschwunden sind, dass es in Afrika insgesamt zu trocken ist. Das ist auch richtig. Es könnte aber auch daran liegen, dass die Situation bei uns einfach ungünstig ist. Die Wiesen sind zu fett, das Wetter ist zu schlecht, wie auch immer. Wir haben uns das mal wissenschaftlich angesehen. Wir haben hier, ich muss Ihnen da mal leider ein englisches Diagramm zumuten, uns angeguckt, wie die Überlebensraten von Wiesenvögeln sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Die Überlebensraten sind gemessen worden durch sogenannte Beringungsexperimente. Man hat Vögel markiert, sie versucht wiederzufangen oder wiederzusehen und daraus Mortalitätsraten berechnet. Was Sie hier erkennen können, gucken Sie sich nicht die Einzelheiten an, ist bei verschiedenen Arten ein Trend, der im Laufe der Jahre zumindest nicht nach unten zeigt. Er zeigt eher nach oben. Das hat zum Teil methodische Gründe, weil man früher einfach noch nicht die feinen mathematischen Methoden hatte, letztendlich auch noch nicht die Computer, um genauere Berechnungen zu machen. Man kann, wenn man so ab 1960 bis 80 guckt und dann vergleicht mit dem, was in den 2000er Jahren passiert ist, eher so eine Stabilität erkennen. Wenn man sich auf der anderen Seite, das haben wir im Rahmen eines von der DWU geförderten Projektes mal gemacht, die Reproduktionsleistungen einiger Arten ansieht. Jedes dieser kleinen blauen Symbole ist hier eine Messung eines Bruterfolges, ausgedrückt in Jungvögel pro Paar und Jahr in einem bestimmten Gebiet. Dann zeigen zumindest die Ausgleichsgraden nach unten. Das streut natürlich sehr stark, das wissen Sie alle, die Natur ist natürlich, selbst in nicht mehr ganz so natürlichen Lebensräumen. Es gibt starke Schwankungen, aber die Tendenz zeigt nach unten. Das ist hier ein Pointer, macht nicht so viel Sinn. Und beim Kiebitz ist es so, dass wir durch neuere Untersuchungen in Zusammenarbeit mit der Schweizer Vogelschutzwarte, die besonders gute Mathematiker hat, kommt vielleicht aus dem Bankenwesen dort, die haben ausgerechnet, dass so ein Kiebitz doch im Grunde fast einen Jungvogel pro Jahr produzieren muss, um den Bestand stabil zu halten. Und Sie sehen deutlich, dass das also nur noch in sehr wenigen Fällen erreicht wird. Da haben wir also das Problem, der Schwarze Peter liegt bei uns und nicht so sehr bei den französischen Jägern, obwohl ich jederzeit bereit bin, alles Mögliche zu unterschreiben, damit in Frankreich keine Kiebitze mehr geschossen werden. Das Problem ist natürlich, wie schon genannt, die Landwirtschaft. Man muss allerdings auch sagen, dass die Landwirtschaft nicht nur das Problem ist, sondern ohne Landwirtschaft hätten wir überhaupt keine Wiesenvögel. Die Wiesenvögel sind Arten, die zum Teil bei uns wirklich eingewandert sind von ganz anderen Regionen, zum Teil aber auch aus Lebensräumen wie Mooren verdrängt worden sind und dann in Feuchtwiesen, die durch die Veränderung der Moore zum Teil auch entstanden sind, durch die Urbanmachung von Flussläufen, von Marschen und so weiter, auf Feuchtwiesen eingewandert sind. Da haben sie sich
besonders vor ungefähr 100 Jahren sehr wohl gefühlt. Nun aber ist die Landwirtschaft, ich will mal sagen, Herr Schwarz, ich gucke Sie an, gezwungen, anders zu wirtschaften, als sie das vor 100 Jahren getan hat. Und die Wiesenvögel vor allem, wenn Sie sich an die Bilder erinnern, die mit den langen Schnäbeln, die haben also große Schwierigkeiten mit der modernen Landwirtschaft klarzukommen und dort Leben zu finden, Lebensmöglichkeiten zu finden, einmal, weil sie relativ wenig zu futtern haben und zum anderen, weil die Bewirtschaftungsgänge mit den Brutabschnitten einfach nicht mehr so in Deckung zu bringen sind, dass die Bruten überleben können. Dieses ist ein, nicht ganz untypischer Ausschnitt aus der nordfriesischen Marschenlandschaft. Diejenigen, die Adleraugen von Ihnen haben, können da sogar noch ein paar Kiebitze erkennen, die also hier auf dem Maisacker brüten. Es gibt also noch ein bisschen was, aber die haben natürlich relativ schlechte Chancen, dort Bruterfolg zu erzielen. Wenn man sich die andere Seite des Bildes mal anguckt, ich habe ungefähr hier unten auf dem Deich gestanden, als ich das Bild gemacht habe, sieht man den Beltringharder Koog. Das ist ein Gebiet, was eine traurige Geschichte hat. Es ist eingedeicht worden, da waren wir alle dagegen. Aber es ist seitdem als Naturschutzgebiet gemanagt worden. Und hier haben wir tatsächlich sehr hohe Wiesenvogelbestände, die durch entsprechende Maßnahmen in Zusammenarbeit auch mit bewirtschafteten Landwirten sogar noch gesteigert werden konnten. Ich komme dann nun so allmählich zu den Maßnahmen zum Schutz der Wiesenvögel. Wir haben uns einmal angesehen, wie gut dann Schutzmaßnahmen für Wiesenvögel funktionieren. Und dort so etwa 80 verschiedene Projekte oder Gebiete uns angesehen, alle möglichen Daten erhoben. Das ist sehr interessant, könnte ich noch 2-3 Stunden drüber reden, aber ich sehe hier Kopfnicken. Darum möchte ich Ihnen nur ganz kurz die Ergebnisse darstellen oder vielleicht das, was an diesen Ergebnissen ein bisschen ungewöhnlich ist. Wir haben also geguckt, zum Beispiel, welche Habitatmanagementmaßnahmen dort gemacht worden sind. Wiesenvögel brauchen viel Wasser, ist dort also Wasser, die Wasserstände erhöht worden, sind da Kleingewässer angelegt worden, ist dafür gesorgt worden, dass die Viehdichten nicht zu hoch werden, ist dafür gesorgt worden, dass nicht zu früh gemäht wird und so weiter. Wir haben aber auch geguckt, wie viele Leute kümmern sich um dieses Gebiet, wie viele Leute kümmern sich um die Bewirtschafter. Das sind sowohl Gebiete, die Landwirten gehören, als auch staatliche Gebiete, in denen landwirtschaftliche Betriebe sozusagen die Pflege machen. Wie schnell ist es möglich, Probleme zu lösen, wenn irgendwo was kaputt ist? Wie lange dauert es, bis es wieder repariert ist und so weiter? Also wir haben auch versucht, so weichere Faktoren mal aufzunehmen. Und das Ergebnis ist hier, wir haben das natürlich für verschiedene Arten getrennt gemacht, weil Arten unterschiedliche Ansprüche haben. Und wir haben hier bei diesen 5 Arten, über die wir ausreichend viele Daten hatten, bei 2 Arten gesehen, dass als wichtigster Faktor, wir haben das mit multifaktoriellen Modellen gerechnet, als wichtigster Faktor nicht unbedingt nur das Habitatmanagement aufgaben, sondern tatsächlich die Zahl der Leute, die sich darum kümmern. Darum haben wir dann, weil wir ja findig sind, schnell eine neue Maßeinheit erfunden, nämlich die Stellenäquivalente pro 100 Hektar. Wir haben das durch die Fläche geteilt, weil es natürlich klar ist, dass es mehr Aufwand ist, ein großes Gebiet zu betreuen als ein kleines Gebiet. Und wir haben diese Grafik hier erzeugt für den Kiebitz. Unten also, wie gesagt, diese Stellenäquivalente. Wie viele Leute sind auch Ehrenamtler dabei für die Betreuung dieses Gebietes gearbeitet haben? Und auf der Y-Achse der Erfolg aufgetragen. Ich will Ihnen jetzt nicht im Einzelnen erläutern, wie wir den Erfolg gemessen haben, aber Sie würden überzeugt sein, dass das richtig ist. Meine Hauptmitteilung aus dieser etwas komplizierten Grafik ist, dass wenn man 0,1 Stellenäquivalente pro 100 Hektar überschreitet, man nur noch erfolgreiche Projekte hat. Das heißt also eine Person für 10 Quadratkilometer, die sich im Wesentlichen mit dem Management, also vor allem den Gesprächen mit den Landwirten und vielleicht noch den Wasserverbänden beschäftigt, garantiert dafür, dass es für den Kiebitz bei der Uferschnepfe, sind die Zahlen ganz ähnlich, dass es erfolgreich wird.
Ich habe diese Grafik schon ein paar Mal gezeigt und unter anderem auch mal unsere Haushälter. Die waren natürlich vor allem an diesen beiden Punkten da oben bei 5 und 6 interessiert. Nicht? Das fand ich viel spannender. Da habe ich auch noch keine ganz genaue Erklärung dafür. Es sind aber auf jeden Fall sehr kleine Gebiete, wo es relativ leicht ist, den Kiebitzbestand, sagen wir mal, von 5 auf 10 zu erhöhen, während es deutlich schwieriger ist, den Bestand in einem Gebiet, in dem schon 100 Kiebitze brüten, den auf 200 zu erhöhen. Das spielt da eine Rolle damit. Aber können wir auch gerne vielleicht in der Pause darüber diskutieren. Also was jedenfalls wichtig ist, was ein Faktor ist, der, glaube ich, häufig unterschätzt worden ist, ist das Gespräch. Vor allem das Gespräch zwischen Landwirten und Naturschützern. Das sind hier übrigens keine Landwirte, aber das ist einfach das beste Bild von nachdenklichen Menschen, die draußen stehen, das ich hatte. So etwas ist wichtig, das kostet viel Zeit. Also hier, die sind alle beschäftigt in irgendeiner Weise. Allein die Zeit, in der das Bild hier an der Wand steht, wenn Sie da von einem bestimmten Stundensatz ausgehen, können Sie sich ausrechnen, dass es relativ teuer ist. Aber es ist das, was letztendlich wirkt. Darum komme ich jetzt zu einem Zwischenfazit, bevor ich dann noch ein positives Beispiel bringe. Wir müssen einfach konstatieren, dass sowohl die Qualität, weil es gibt viele Maßnahmen, die einfach auch nicht so erfolgreich sind, und vor allem der Umfang der Schutzmaßnahmen noch nicht in der Lage sind, den Bestandsrückgang bei Wiesenvögeln zu stoppen. Herr Schwarz, ich gucke auf Sie. Wir sind beide Schleswig-Holsteiner. In Schleswig-Holstein sind wir da schon ein bisschen weiter. Da haben wir bei einigen Arten durchaus nicht mehr so starke Rückgänge und sehen bei einigen sogar positive Effekte. Also es ist möglich, aber bundesweit gesehen, Sie haben die Kurven eben noch im Auge, ist es katastrophal. Und leider in anderen Ländern auch. Wir glauben allerdings zu wissen, was zu tun wäre. Wir haben sicherlich noch große Probleme, ich will es auch nicht verschweigen, auch in den Schutzgebieten. In den Schutzgebieten gelingt es uns im Augenblick, Wiesenvögel durch entsprechende Maßnahmen zu konzentrieren. Das freut aber auch die Prädatoren. Vor allem die Füchse, wir wissen, dass dort und zunehmend auch die Marderhunde, dass sich dort einige wirklich darauf verlassen können, dass von etwa Februar, da fangen die Graugänse an zu legen, bis in den Juli hinein ständig neues Futter in Form von Vogeleiern und Vogelnestern passiert. Wir wissen auch, dass die, zumindest beim Kiebitz, der Schlupferfolg auf Ackerstandorten, wo andere Probleme ist, durchaus größer ist als in Schutzgebieten. Das ist ein Problem, was wir uns letztendlich durch diese Konzentration der Bestände auf Schutzgebiete geschaffen haben. Ja, das hatte ich Ihnen im Grunde schon erzählt. Erfolgreicher Schutz hat mit Manpower zu tun. Jetzt noch ganz kurz ein positives Beispiel, damit Sie mich auch gut in Erinnerung behalten. Brauche ich höchstens 2 Minuten zu. Der gemeinschaftliche Wiesenvogelschutz im Herzen Schleswig-Holsteins. Das hier ist Schleswig-Holstein, darüber wäre Dänemark. Wir sind also irgendwie ganz unten. In der sogenannten Eiderträne-Sorge-Niederung, hat nichts mit Blattsweit und Tiers zu tun, die Flüsse heißen einfach so, ist seit einigen Jahren in Zusammenarbeit mit Naturschützern, also unter anderem auch uns, aber auch dem staatlichen Naturschutz und den dort wirtschaftenden Landwirten, ein Projekt entstanden. Die Region ist eine sehr intensive Grünlandregion, wo im Wesentlichen Milch produziert wird, die konventionell vor allem Futtergewinnung genutzt wird, die allerdings, und das zeigt das Bild rechts oben, sehr tief liegt. Das Ganze liegt also bis zu 2,5 Meter unter dem Meeresspiegel und wird entwässert künstlich, aber das gelingt nicht immer. Also es ist schon relativ feucht, aber wird trotzdem sehr intensiv bewirtschaftet. Und dort gibt es den sogenannten gemeinschaftlichen Wiesenvogelschutz, der darin besteht, dass die Flächen identifiziert werden, auf denen tatsächlich Wiesenvögel brüten. Selbst in so einer Grünlandlandschaft ist es ja nicht so, dass überall Kiebitze brüten, sondern die gehen manchmal so ein bisschen in Kolonien. Und dort erfolgt eine Bewirtschaftungsanpassung. Das heißt also, wenn dort Nester gefunden werden, findet dort im Grunde nichts statt. Also insbesondere die Maat wird aufgeschoben, es wird im Frühjahr nicht gewalzt, etc. Sodass es tatsächlich gelungen ist, praktisch in der ganzen Region auf Grünland die Verluste durch die Landwirtschaft auf nahezu null zu setzen. Und das hat dazu geführt,
dass im Gegensatz zum Deutschland-Trend, den ich Ihnen eben für die entsprechenden Arten gezeigt habe, Sie erinnern sich sicherlich noch ganz genau, bei den Arten, die wir hier durch Mittel des Umweltministeriums monitoren, also das heißt jedes Jahr zählen, die Bestände seit Einführung der Maßnahmen, das war so etwa zwischen 1995 und 2000, mindestens leicht gestiegen sind. Im Fall des Kiebitzes bei vielen Schwankungen, die aber für die Art typisch sind, stabil sind. Wir wissen auch, dass dort der Bruterfolg zumindest in vielen Jahren hoch genug ist. Und beim Brachvogel ist es sogar so, dass die Art im Grunde dort eingewandert ist und mittlerweile immer noch in einer Steigerungsphase ist. Die Brachvögel sind übrigens die Lieblinge der Landwirte. Das hat für uns einen kleinen Nachteil gehabt. Wir machen im Augenblick einen Forschungsprojekt an den Brachvögeln und möchten die ganz gerne bringen. Und unsere Landwirte dort haben gesagt, nee, das sind unsere Brachvögel, da möchten wir jetzt eigentlich keine Störungen haben, lass das mal. Haben wir uns natürlich danach gerichtet. Wir versuchen ein bisschen dagegen zu halten, indem wir denen jetzt so die schönen Beobachtungen der Nachbarbrachvögel geben, die beringt sind und wo man dann weiß, ja, der war jetzt in Wales und hat da überwintert und jetzt ist er sofort wieder da. Wir hoffen, sie noch umzustimmen, aber wir freuen uns natürlich darüber, dass sie sich so um ihre Vögel sorgen. Das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus